Die C-Jugend ist ein anderes Kapitel. Die C-Jugend besteht aus Kindern von 10 bis 13. Die dürfen schon Helm und Pad tragen, müssen aber auf gewisse Sicherheiten, auf das Tackling vorbereitet werden, was ein sehr langwieriger Prozess ist, weil der Körper ist noch nicht ausgebildet und noch so weit entwickelt, dass man die Kids einfach aufeinander loslaufen lassen kann. Die C-Jugend hat eine Kadergröße von 23 Kindern. Wir spielen derzeit 5er-Tackle-Football, heißt normalen Tackle-Football werden 11 Offense-Spieler und 11 Defense-Spieler auf dem Feld stehen. Es ist bei dem C-Jugend 5er-Tackle-Football, dass wir halt nur 5 Offense-Spieler und 5 Defense-Spieler haben. Zum einen darum, dass wir für die Kids mehr Spaß drin haben, dass es ein bisschen schneller das Spiel ist. Zum anderen auch eine gewisse Sicherheit oder auch Einfachheit für die Schiedsrichter ist, die Kleinen da so ein bisschen zu kontrollieren bzw. das Spielgeschehen zu kontrollieren. Im Gegensatz zu den Bambinis ist es im C-Jugendalter ein bisschen schwieriger zu handeln, weil die Kinder dann halt noch größtenteils im Kindesalter sind, aber schon auf die nächste Stufe der Pubertät gehen. Und das ist halt auch für einen Coach manchmal schwierig, da die Balance zu halten. Den Kindern macht es tierischen Spaß eigentlich, auch das Tackeln, wie man gesehen hat. Also die wollen unbedingt den Kontakt haben. Also ich fand Football schon als kleiner Junge cool. Und leider Gottes gab es, wo ich so alt war wie die Bambinis, keine Möglichkeit, Football zu spielen. Aber ich habe das immer weiter verfolgt und eigentlich ist Football für mich eigentlich eine Lebenseinstellung. Ich mache das relativ gerne, ich arbeite relativ gerne mit Kindern zusammen. Es ist manchmal relativ lustig. Manchmal, okay, sind halt Kinder, es gibt halt gute Tage und schlechte Tage. Es macht eigentlich tierischen Spaß und ich will eigentlich noch viele, viele Spiele gewinnen. Ja, allerdings will ich auch, dass die Teams größer werden, dass das Bambini-Team wächst, dass wir auch spätestens nächstes Jahr mitmischen können, um dann den hohen Favoriten aus dem Norden der Stadt so ein bisschen das Wasser zu reichen und zeigen können, dass die Bears doch besser Football spielen können als so manch anderer Verein. Und wenn wir nächstes Jahr Liga haben sollten, ist das Ziel, was wir mit den Bears erreichen wollen, das, was die A-Jugend erreicht hat. Wir wollen ganz oben mitspielen und ich denke, ich habe auch das Potenzial an Spielern, definitiv, dass das Ziel erreichbar ist.